Hallo meine Lieben und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich eine kleine Reihe starten und zwar geht es um mein Masterstudium im Modedesign. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass euch das Thema interessiert. Ich studiere jetzt im dritten Semester auf Master Modedesign. Ich habe meinen Bachelor 2009 begonnen in München und 2013 abgeschlossen. Und jetzt fange ich meine Masterarbeit an, beziehungsweise habe sie angefangen und würde euch da gerne ein bisschen mitnehmen. Heute soll es darum gehen, wie starte ich mit einer Kollektion. Also meine Masterarbeit wird aus 6 bis 8 Outfits bestehen, die ich selber designe, nähe, fotografiere, illustriere und grafisch darstelle. Und das ist ein Thema, mit dem irgendwie das viele Leute interessiert. Also Design interessiert viele Leute, gerade Modedesign. Aber sie wissen irgendwie gar nicht, was ich da genau mache. Und heute soll es eben um die erste Idee zur Kollektion gehen und wie ich dann anfange zu recherchieren. Das wird alles sehr, sehr persönlich, weil mein Masterthema sehr persönlich ist. Und ich würde euch einfach da bitten, dass diese Kunstform irgendwie, irgendein Teil von Kunst, die ich da mache, vielleicht auch nicht immer verstehen zu müssen, wenn ihr es nicht tut, aber sie eben als Kunst, die man nicht immer verstehen muss, versteht. War ich großartiger Satz. Naja, also für mich begann das Studium damals mit der Bewerbung in der Kunsthochschule Weißensee mit einem nachhaltigen, veganen Thema. Und das Thema an sich war damals Ayurveda, es hat sich aber komplett geändert. Also ich bin davon, das ist von dem ganzen Indien-Quatsch so ein bisschen weg. Das war auch mein Bachelor-Thema. Und heute hat mich inspiriert einiges. Also ich bin ja gläubig, also ich glaube an Gott und habe aber ein wahnsinniges Problem mit der Kirche, besonders mit der katholischen Kirche. Und es gibt verschiedene Punkte, die da eben mit reinspielen. Mich hat die Maria als Funktion in der katholischen Kirche sehr inspiriert. Also meine erste Idee für eine Kollektion war das Absurdum der Marienverehrung in der katholischen Kirche. Und da fragen sich natürlich viele, wie passt das mit Kleidung zusammen? Und da gibt es für mich einfach eine Parallele. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen komplex oder nicht so einfach zu verstehen für jemanden, der sich davon nicht inspirieren lässt. Oder der nicht ich ist und sich davon nicht inspirieren. Ach, egal. Für mich ist es genauso absurd, gläubig zu sein und Fleisch zu essen, wie gläubig zu sein und die Maria als Mutter Gottes zu verehren. Für mich hat Christentum nichts damit zu tun, dass man Maria verehrt, denn sie wurde meiner Meinung nach nie heilig gesprochen. Und wir sollen als Christen ja keine Götter haben. Und diese Maria zu verehren, ist für mich ganz, ganz absurd. Auch wie die Maria in den Kirchenmalereien dargestellt wird, ist sehr, sehr absurd. Und für mich ist es sehr schwierig, über dieses Thema zu sprechen, weil ich normalerweise nur sage, ich habe mich von historischen Kirchenmalereien inspirieren lassen. Und euch lege ich aber meine ganze Seele auf den Tisch, damit ihr ganz genau nachvollziehen könnt, wie mein Weg dazu war. Das heißt, ich habe mich als allererstes mit Kirchenmalereien in der Historik beschäftigt und fand diese wahnsinnig schön und wahnsinnig ansprechend und gleichzeitig sehr absurd. Ich war dann in der Gemäldegalerie hier in Berlin und habe mir viele verschiedene Malereien von Maria angeschaut, dort auch die Altäre und allgemein die Darstellung der Kirche in der Historik. Und das ist wirklich krass und das ist für mich so absurd, also wie viel Geld darin investiert wurde und wie viel Prunk. Und dann wurde da noch dieser kleine Papst, der damals Papst war, dazu gemalt, weil er das Bild in Auftrag gegeben hat. Also sehr, sehr kommerziell schon damals. Und ich habe eben dann angefangen, mir die Bilder, die ich dort schön fand, als Inspiration rauszusuchen. Und ich blende euch die auch gerne ein, die mich besonders inspiriert haben. Das sind eigentlich 3. Es gibt noch mehrere, die ich irgendwie schön fand und so, aber diese 3 fand ich wirklich sehr inspirierend. Teil meines Masterstudiums ist ein Vorprojekt, das ich jetzt im ersten Semester mache, also im ersten Semester diesen Jahres. Und im zweiten Semester fange ich dann offiziell mit der Masterarbeit an. Und ja, ich habe dann eben in diesem Vorprojekt ist ein Teil Stricken und deswegen habe ich mich auch sehr viel mit Strick beschäftigt. Welche Strickmöglichkeiten gibt es? Wie ist es mit veganem Strick, was ein wahnsinnig großer Bereich ist, zu dem es nicht besonders viel gibt? Habe mir dann einen Garn gesucht, habe eine
Farbtableau mir erstellt. Und zwar bestehen die Farben im Moment aus dem Outfit, das ich gerade herstelle, in Grau, Weiß, Gold und Schwarz. Normal sollte noch ein Hellblau dazukommen, ist aber in einem Outfit schwer zu kombinieren. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich am Ende eben 8 Outfits habe, wo ich spezielle Key-Elements festgelegt habe. Damit meine ich spezielle Dinge, die immer wieder auftauchen, Verschlussmöglichkeiten, Knöpfe, bestimmte Verarbeitungstechniken, bestimmte Schnitte. Das taucht alles immer wieder auf und das ist der Sinn von der Kollektion. Und deswegen geht es am Anfang darum, sich eben wirklich in das Thema einzuarbeiten, zu wissen, wovon lasse ich mich inspirieren, in meinem Fall die Kleidung, die Farben, der Fall von den historischen Kirchenmalereien, aber auch von dem ganzen Absurdum der Modeindustrie. Und deswegen ist für mich der Titel mittlerweile Ad Absurdum, denn ich finde, es gibt so viele Absurditäten in meinem Studium. Es gibt zum einen Nachhaltigkeit versus Modedesign. Wie nachhaltig kann überhaupt Modedesign sein? Dann Veganismus versus Glaube. Wie kann ich als gläubiger Mensch noch Fleisch essen und glauben, dass Gott oder Jesus oder irgendjemand in irgendeiner Religion gut findet, was wir heute für unser Essen machen, wie wir Tiere behandeln, wie wir unsere Mitmenschen behandeln, wie wir, also hauptsächlich jetzt Tiere, aber auch unsere Mitmenschen im Fall der Fleischproduktion und auch im Falle der Kleiderproduktion, wie Menschen dafür leiden, damit wir die Dinge anziehen können und wie Tiere dafür leiden, dass wir sie essen können. Ein ganz, ganz großer Punkt, den ich sehr absurd finde. Denn Nachhaltigkeit im Sinne von, wie nachhaltig kann ich als Designstudent sein, indem ich Sachen produziere, die wahrscheinlich nie jemand tragen wird, und Sachen produziere und Müll dabei mache, Nesselteile anfertige, das sind so Probestücke, die man macht. Und ich habe mich mit diesem ganzen großen Thema, das Absurdum in meinem Leben in Bezug auf mein Studium, also Stoffe, Nachhaltigkeit, Glaube, Marienverehrung, Gemälde, das habe ich mich alles inspirieren lassen, Teile dazu zusammengetragen, ein Moodboard angefertigt, ein Mindmap angefertigt und mir daraufhin eben kleine Key-Elements rausgearbeitet. Das ist noch nicht alles fix, weil ich ja, wie gesagt, im Moment in diesem Vorprojekt bin, in dem ich bestimmte Teile habe und habe jetzt im Moment 3 Stoffe, die ich sicher verwenden werde, die ich festgelegt habe. Ich musste noch relativ schnell zur Sache kommen, weil ein Outfit bis 15. Januar fertig sein sollte. Habe mir dann einen Strickgarn gesucht aus Viskose. Das ist so eine Faser. Viskose ist also künstlich natürlich. Das ist so ein Zwischending. Ich würde sie nicht als natürlich bezeichnen, weil meine Gold ist und das ist irgendwie nicht natürlich so. Und habe dann dort eben ein Strickteil angefertigt, wovon ich mich habe sehr inspirieren lassen von der Marienkutte so. Und als nächstes ist eben der Schritt, dass ich die Schnitte erstelle und dass ich die Teile probenähe. Da würde ich aber gerne nochmal ein extra Video dazu machen. Der Recherchepart ist eigentlich erst dann abgeschlossen, wenn ich Mindmap, Moodboard, Farbtableau und die ersten Zeichnungen fertig habe. Ich fange dann nämlich relativ schnell an zu scribbeln, also einfach ein paar Zeichnungen runterzuzeichnen. Was inspiriert mich, was sind meine Key-Elements und lege daraufhin eben die Stilelemente fest. Die Schnitte, die grundlegende Silhouette also wie soll meine Silhouette sein? Möchte ich eine Winter- oder eine Sommerkollektion machen? Welche Stoffe will ich, dicke, will ich dünne Stoffe? Wie sollen die Stoffe sein? Möchte ich mit Drapierung arbeiten? Das bedeutet, dass ich nicht vorher einen Schnitt erstelle, sondern an der Puppe arbeite und dort Stoffe drapiere und die daraufhin abnehme und einen Schnitt mache. Oder erstelle ich ganz klassisch mit Schnittpapier und bestimmten Schnitten. Das sind alles Dinge, die ich in der ersten Phase meiner Kollektion festlege und wo ich mir eben auch Designer suche. Das mache ich jetzt, das machen viele nicht, weil sie sagen, das finden sie blöd. Aber ich suche mir halt Designer, die einen ähnlichen Stil haben, den ich gerne in der Kollektion haben möchte und lasse mich davon auch inspirieren. Dann seien wir mal ehrlich, das Rad neu erfinden werde ich nicht, sondern ich werde halt einfach, ja, da gucken, natürlich auch schon umschauen, was gibt es denn bereits. Ich habe noch so ein kleines Nebenprojekt, wo ich mich eben wirklich nochmal massiv mit nachhaltigen Stoffen beschäftigen möchte, weil das ist nicht so einfach, wie man denkt und das ist auch noch ein Bereich, in dem ich aktuell noch viel zu wenig gemacht habe und den ich auf jeden Fall noch intensivieren möchte. Und das ist ja noch so ein großer Punkt, der jetzt, nachdem ich das erste Outfit fertiggestellt habe, mitarbeiten möchte. Jetzt ist natürlich die Frage, habt ihr irgendwas davon verstanden, was ich erzählt habe? Ich meine, ich mache das jetzt schon länger, für mich sind die Begriffe alle vertraut, aber ich habe das auch letztens meinem Freund erzählt und er hat mich einfach nur anguckt und gesagt, ich habe nicht so viel verstanden, kannst du es nochmal langsam erklären? Wenn das der Fall sein sollte, dann meldet euch einfach.
Aber die Recherche besteht wirklich ganz, ganz viel aus Bilderrecherchen. Man kann sich von allem inspirieren lassen. Schöne Fotografien. Das sind einfach Dinge, die ich schön finde und von denen ich mich habe inspirieren lassen. Ich lasse euch da gerne in meine Welt, wenn das Ganze hier auf Anklang trifft und euch das interessiert. Werden die nächsten Videos auf jeden Fall zum Thema Schnitterstellung und Nesselproben. Also wie gehe ich jetzt vor, wie designe ich genau, wie zeichne ich, das ist jetzt, der kommt, das ist das nächste, was kommt nach der Recherche, wenn die abgeschlossen ist. Dann, wie erstelle ich die Teile, dann habe ich eben auch diese Präsentation im Januar, wie erstelle ich die Präsentation. Ja, werde mich da nochmal intensiv mit den Stoffen beschäftigen und schauen, wie ich die Nachhaltigkeit für mich eben da einbringen kann. Möchte euch sehr gerne mitnehmen auf dem Weg und freue mich auf euer Feedback. Das war's bisher und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke euch sehr fürs Reinschauen und bis ganz bald. Tschüss!